In dieser Folge vergleichen wir ein Flügel und ein Klavier. Beide Instrumente sind von der CB Stein Academy Marke. Und jetzt wir werden was Schönes von Nick hören. Let's go. Leider muss ich halten hier. Ja, also wir sind hier schon eine Weile und haben beide Instrumente natürlich ganz gut schon probiert. Ja. Woher kommt dieser Klangunterschied zwischen einem Flügel und einem Klavier? Ja, sehr gute Frage. Wir haben ein völlig unterschiedlich aufgebautes Instrument, was die Richtungen angeht. Wir haben einen horizontalen Resonanzboden beim Flügel. Wir haben einen so aufrecht angeordneten Resonanzboden beim Klavier. Und die horizontale bedeutet, dass wir einen ganz anderen Klangaustritt, eine ganz andere Klangreflexion und eine andere Klangentfaltung im Raum haben, aber auch direkt für Sie als Pianist am Instrument selber. Es fällt also unten am Resonanzboden, der offen ist, Ton in den Raum, wird reflektiert, im besten Falle an einem guten Boden auch, mit beispielsweise Holz wäre ideal. Wir haben den Klangaustritt nach oben. Verschiedene Möglichkeiten, den Deckel zu öffnen, bieten weitere Variationen für den Klang als solchen. Und diese Klangentfaltung, die spüren Sie als, ich sage immer gern, fast schon eine Klangdusche. Sie sind im Ton, Sie sind drei-, vierdimensional umringt sozusagen und erfüllt von all den Klängen, die beim Resonanzboden, beim Flügel aus dieser Positionierung kommen. Klavier ist zugebaut, auch wenn Sie oben etwas öffnen können, mit relativ viel Gehäuse. Sie haben nur eine Reflexion von der Wand. Das ist wesentlich indirekter und nicht so intensiv. Natürlich kommt es darauf an, wie Sie vergleichen. Ein sehr hohes Klavier und ein kürzerer Flügel, da kann man schauen. Das könnte je nach Qualität eine kleine Schnittmenge ergeben. Neben diesen Eigenschaften, die ich vom Flügel genannt habe, aber die Flügel sind dann doch ab einer schnellen, bestimmten Länge in der sozusagen Vorteilssituation, was Resonanzbodenfläche angeht, Seitenlängen und damit viel mehr Orchestralität und Tiefe. Auf jeden Fall. Aber dann vom Spielen. Ja, meine Frage war, wieso fühle ich mich so viel besser, gemütlicher und sicherer auf einem Flügel als auf einem Klavier? Ja, das rührt praktisch von der gleichen Situation her. Wir haben die Klaviatur horizontal, als auch die Saiten horizontal beim Flügel. Das heißt, ein ganz bestimmtes Prinzip für die Mechanik möglich, die über eine Hebebewegung den Hammer sozusagen gegen die Gewichtskraft hebt. Das bringt eine hervorragende Klangkontrolle bzw. Spielkontrolle. Beim Klavier ist praktisch der Hammer stehend über seinem Schwerpunkt, kippt und ist doch deutlich träger und wesentlich, sage ich mal, weniger gut kontrollierbar in der Hammerführung. Das spüren Sie einerseits im Ausdruck, andererseits auch in der Wiederanschlagsfähigkeit, die beim Klavier bei dieser Mechanik nicht so gegeben ist.